Hier nochmal das Beispiel aktuelle Session und hier die fünfte Kommastelle. Das ist er. 11.32.0, 11.32.3, das sind 0,3 Pips, meine Damen und Herren Zuschauer, und das ist der Spread und der ist jetzt auf 0,3 ausgedehnt. Im Schnitt bewegen wir uns hier zwischen 0,2 und 0,3, wie gesagt, und das ist natürlich eine Hausnummer. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ein Bild, das ist schon älter, weil ich mir gar nicht mehr die anderen Zugänge von Broker nehme, aber da schauen Sie mal an, was hier los ist. Hier fehlt schon mal eine Kommastelle. Nummer 1, das heißt, wo ist die fünfte Pipette hin? Und Nummer 3, sehen Sie den Spread hier, das sind 3 Pips. Das ist fast eine Verzehnfachung vom Spread, die hier tatsächlich abgehandelt wird. Und sowas gibt es leider Gottes heute noch. Und das Beste ist noch dieses Ding hier unten. Ja, das Erlauben von Requotes bzw. Kursabweichungen. Da können Sie noch einstellen, wie viel Pips Sie Dehnung erlauben. Ja, wenn Sie eine Preisabfrage zu 1,47 auf den Buy-Button machen und den Ask sozusagen abholen und Sie kriegen 1,47,38 und machen da unten das Häkchen bei 3 Pips, dann kann es auch 1,47,41 sein, zu der Sie ausgeführt werden. Das sind dann 6 Pips Differenz. Also das Spiel kennt keine Grenzen in Sachen Kriminalität, will ich fast sagen. Und deswegen gilt es darauf zu achten, wie sieht das denn hier überhaupt aus und wo sind die fairen Preise? Und dann nochmal zu dem Punkt zurück. Sie müssen wirklich auch den Broker fragen, Post-Trade ja oder nein. Und wenn da ein Nein kommt, dann sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie weiter dort Orders abhandeln. Gut, jetzt gehen wir aber mal ins Detail. Warum ist das für Trader eigentlich so interessant, die verschiedenen Spread-Arten? Denn die wirken sich natürlich elementar mittelfristiger Natur auf ihre Performance aus. Das weiß jeder, der aktiv handelt am Markt, dass sie, also wo ich, sage ich mal, sehr aktiv im Intraday-Bereich war, da hatte ich teilweise 50% Handelskosten, ja, und auch Gebühren, die man natürlich irgendwie versuchen muss, A, zu verdienen und B, natürlich zu relativieren. Und da ist die Ausführung natürlich das A und O. Profis wissen das und achten insbesondere im Laufe der Zeit eben auf faire und bessere Ausführungen. Das kann man vom Einsteiger nicht verlangen, weil er eben viel geblendet wird von dem Schnellreich, Schnellgeld, am Strand liegen, Caipirinha trinken und nebenbei Geld verdienen. Das möglichst kostenlos, alles super. Davon wird man natürlich geblendet. Das ist natürlich nicht die Realität, aber im Laufe der Zeit kommt man dahin, dass man faire und bessere Ausführungen sucht. Und wir vergleichen nachfolgend in der Grafik, die ich Ihnen gleich mal zeigen werde, sozusagen 3 Spread-Arten. Die sehen Sie hier. Die JFD Core Spreads, Commission separat, ja, und wir brauchen natürlich eine Handelsgebühr, weil wir an den Spreads nicht rumspielen. Ja, was wir verdienen in unserem Agenturmodell ist, also wir sind praktisch der Agent von Ihnen zum Liquiditätspool und zurück, das ist unsere Provision, unsere Kommission, unsere Handelsgebühr. Das ist das, womit wir Geld verdienen und nichts an der Preismanipulation. Dann gibt es natürlich den JFD All-In, sozusagen Market-Up-Spread, das heißt, wir haben in den Core-Banken-Spread die Commission draufgeschlagen und das Ganze gegenüber Market Maker und die dann praktisch mit ihren All-In-Spreads arbeiten, wo dann praktisch die Handelskommission, der Market, also der ausgedehnte Spread mit drin ist und das in eine Grafik gebracht, sieht dann entsprechend so aus. Warum Core-Spreads separat betrachtet hier ganz oben sind, sehen Sie gleich in den nächsten Slides, weil nämlich es elementar ist, wie sie ausgeführt werden mit den Core-Spreads, ganz, ganz wichtig. In der Summe ist es natürlich so, dass Sie zu den Core-Spreads eine Handelskommission zahlen, eine Handelsgebühr, um diese Core-Spreads auch zu bekommen. Das sieht dann im Prinzip so aus, aber auch hier eine ganz klare Entwicklung in Richtung, das ist gut für meine Performance. Market Maker Spreads all in und noch ausgedehnt, wie wir gesehen haben, 2 Pips, 3 Pips und dergleichen, führen mittelfristig, erinnern Sie sich an die Eingangsgeschichte, wenn Sie Ihre Stops haben, Ihre verschiedenen Stop-Ausführungen, das führt mittelfristig natürlich zu einem Equity-Verlust. Ihre Ertragskurve geht ja zwangsläufig nach unten, wenn die Gebühren intransparent, unfair und dann noch zu hoch sind. Unglaublich. Gut, nachdem die Unterschiede jetzt, wir gehen weiter mit den Spreadarten im Sinne des großen Pools, wie wir es gesehen haben, aufgearbeitet sind und der Einfluss der Gesamtperformance jetzt beleuchtet worden, ist es natürlich an die Zeit, noch mehr ins Detail zu gehen. Und da muss man jetzt mal ein bisschen auf den Kopf sich stellen, um sich mal die Frage stellen, wie kann das eigentlich noch interessanter sein oder was kann jetzt eigentlich noch kommen? Das wäre jetzt die Preisfrage an alle Teilnehmer. Aber ich sehe große Fragezeichen, wir wollen das natürlich aufklären. Das ist unser Auftrag heute. Was kommt jetzt noch? Es wird spannend. Es geht nämlich hier um den Einsatz der Orders, wenn Sie Stops und Take Profits in den Markt setzen. Ja, also um was geht es da? Natürlich definieren Sie vorab Ihr Risiko, wie ich ja eingangs gesagt hatte. Sie wollen wissen, ab wann der Trade oder der Setup viel mehr hinfällig ist. Raus aus dem Trade. Auf der anderen Seite, wenn Sie mit dem Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1 arbeiten, wollen Sie auch einen Take-Profit irgendwo abgeholt wissen. Und da trennt sich jetzt eben auch die Streu von dem Weizen. Denn unerwartete Marktbewegung, gute Taktik, Risiko soll minimiert werden, etc., etc. Ist es Intuition oder Erfahrung, die über den Erfolg und Misserfolg entscheidet? Mit Sicherheit nicht.
In der Gesamtkostenberechnung eines Trades ist es wichtig, Sie können es ja lesen, der Spread-Typ. So, und da kommen wieder zwei Punkte zum Vorschein, die wir jetzt hier nur auf zwei Fakten zusammenstauchen. Die Core-Interbanken-Spreads mit separater Commission. Warum? Weil die Commission die Handelsgebühr ist, die Sie haben für den Trade. Aber die Core-Spreads sind ja das, was zur Ausführung führt. Also Euro-US-Dollar 0,2, 0,3 Pips, 0, nicht 1 bis 2 Pips, ganz wichtig. Und dazu wieder die All-In-Spreads inklusive Commission, weil viele Broker kommen ja auch damit aus der Sonne, dass sie keine Commission-Gebühren verlangen. Ja? Also Kunde, Handel bei uns, du kriegst von uns die festen Spreads, aber Commission gibt es nicht. Ja, das ist natürlich schön gesagt. Die Commission ist natürlich in den Spread reingerechnet und führt zu einer Aufblähung, was im Umkehrschluss dann wiederum, wie wir jetzt sehen werden, zu einer definitiv schlechteren Ausführung führt, weil die Spreads eben ausgedehnt sind. Und fangen wir hier gleich mal an. Der Kunde hat einen Short und Long und einen Stop-Loss und einen Take-Profit auf eine Long-Position. Ja, die Slides können Sie sich übrigens auf unserer Seite anschauen. Wir haben oben im Banner sozusagen unsere Aktionen. Und da gibt es auch einen blauen Button, der heißt Core Spreads. Und wenn Sie da draufklicken, dann können Sie sich mal die Folien im Detail nochmal vor Augen führen. Und die Seite bitte jeden Morgen öffnen und mal vergleichen, wie werde ich denn fair ausgeführt und wie nicht, damit man sich sensibilisiert dafür. Wenn man bei einem falschen Broker ist, ist es nämlich so, die Bitline, also wenn Sie verkaufen wollen, bei JFD Brokers, hier diese blaue, hier oben ist die Askline und hier haben Sie Ihren Take Profit sitzen. Ja? Chance-Risiko-Verhältnis 3 zu 1. Sie haben definitiv gesagt, das Dreifache meines Risikos will ich verdienen. Und hier oben liegt der Take-Profit. So, der Trade läuft an. Hier oben ist der Bid in einem Core-Spread. Sie sehen hier die Spanne einfach mal zwischen Bid und Ask eines Market-Makers. Also die Markthandelsspanne, die sich eben ergibt, wenn man aufgedehnte Spreads hat. Und hier sehen Sie Core-Spreads, wo wir uns da bewegen. Ja? Und das ist natürlich der kleine, aber feine Unterschied, dass hier die Ausführung zustande gekommen. Und ich denke, Sie werden es auch schon gemerkt haben, ich habe es früher genauso erlebt und das passiert durchaus, dass man einen Take-Profit setzt, der nicht erreicht wird. Ja. Man sagt, oh, fast hätte es geklappt, war aber nicht so. Wenn Sie natürlich mit Market-Up-Spreads arbeiten oder Market-Making-Spreads, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass der Take-Profit eben nicht erreicht wird von Ihrer Long-Position, noch um ein Vielfaches höher. Und deswegen ganz wichtig, achten Sie doch mal drauf, was hier passiert. Und das ist ganz entscheidend, dass wenn Sie mit Core Spreads arbeiten, und darum geht es eben jetzt im Detail, dass Ihre Orders auch abgeholt werden, schneller und besser abgeholt werden. Und das, was auf der Long-Seite ein Take-Profit ist, ist natürlich auf der Süd-Seite ein Stop-Loss. Habe ich genauso oft schon erlebt. Ich setze einen Stop-Loss, der Markt geht in meine Richtung, man sagt, meine Güte, hoffentlich erwischt er den Stop nicht und geht wieder nach oben. Prinzip Hoffnung, eh der Kill an der Börse. Aber grundsätzlich kann man ja sagen, wenn ich eine faire Ausführung bekomme, klappt es ja vielleicht noch. Der Punkt ist hier, der Verkaufspreis, der Bid geht nach unten, erreicht nicht meinen Stop-Loss und führt den Trade dann im Idealfall noch in Take-Profit und man hat was eingefahren, wunderbar. Was passiert denn bei Market-Up-Spreads? In der Regel, aufgrund der Ausdehnung allein schon, landen Sie hier im Stop-Loss, werden ausgeführt und am nächsten Lauf nach oben sind Sie nicht dabei. Und jetzt kommt noch das Beste. Was machen viele Broker, die im Prinzip eben kein DMA, STP, ECN-Zugang haben? Die dehnen dann bei News oder anderen Events die Spreads nochmal richtig schön aus. Ja, wir haben da Sachen erlebt, da ging es bis zu 50, 60 Pips auseinander, die Spreads. Und da wurden natürlich alle Stops, die irgendwo hier unten lagen, durch die Bank abgeholt. Ja, schön runter, abfischen und wieder nach oben. Und das hat dann noch ein Dealing Desk, sozusagen ein Broker, der in-house die ganzen Orders einsammelt und Geld noch verdient am Verlust von Ihnen, am Kunden. Das kann nicht sein. Deswegen hier mal schönes Beispiel. Ich sage so, eine Grafik sagt mehr als 1000 Worte, auch wenn ich da jetzt relativ viel gesagt habe zu. Aber das sagt eigentlich alles. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Denn wie sieht es denn eigentlich aus, wenn Sie mit Limit-Ordern arbeiten, also Sell-Limit oder Buy-Limits? Das heißt, Sie wollen aufgrund Ihrer technischen Analyse an gewissen Punkten kaufen und an gewissen Punkten verkaufen. Das heißt, wir haben da oben hier unten eine Unterstützung, da oben irgendwo ein Widerstandslevel und deswegen setzen Sie da Ihre Orders hin, weil Sie eben denken, okay, hier gibt es einen Abprall nach oben und da nach unten. Selbe Prinzip, ja, diese großen ausgedehnten Market-Up-Spreads gehen nach unten. Hier ist der Ask, Sie wollen kaufen, das Buy-Limit liegt hier unten, wird nicht erreicht. Gucken Sie hinterher, der Trade läuft ohne Sie ab. Hingegen natürlich wieder Core-Interbanken-Spreads, da sind Sie näher am Markt, der Spread ist geringer, Bid und Ask ist näher beieinander. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da fair ausgeführt werden mit Ihrer Buy-Limit-Order, ist um ein Vielfaches höher als eben in einem ausgedehnten virtuellen Spread, der hier sich mit so einer Freude ergänzt, hier in Sachen von 1,5 bis 2 Pip-Spreads. Dasselbe auf der Nordseite, wenn Sie ein Sell-Limit im Markt haben, hier wollen Sie dann wieder den Bid abholen.
wunderbar, wird ausgefüllt, nicht immer natürlich, der Markt muss den Preis hergeben, aber wenn Sie natürlich mit einem Preis handeln, der irreal ist, beziehungsweise unnötig nach unten oder oben gezogen wird, wird die Order letzten Endes nie ausgeführt. Das muss man wissen. So viel hier zu den Sell Limits und Buy Limits und wie die Order dann praktisch, wenn sie im Markt ist, abgehandelt wird. Aber es kommt noch besser. Wie ist es denn hier, wenn der Kunde einen Sell Stop und einen Buy Stop im Markt gesetzt hat? Ja, also hier zum Beispiel, auch das wird der ein oder andere kennen, gerade bei Breakout-Geschichten ganz wichtig, man setzt über das letzte Stundenhoch oder die Morning Session, British Pfund US-Dollar, Big Ben zum Beispiel, über das Hoch der 8 bis 9 Uhr Kerze oder 7 bis 9 Uhr Kerze, was es auch für Strategien gibt, also über das Hoch des Tages sozusagen, des noch jungen Tages, eine Buy-Stop-Order, das heißt praktisch, dass Sie in den Markt gehen wollen, wenn es ein neues Tageshoch gibt, um theoretisch dann an der Bewegung zu partizipieren. Auch das haben sicherlich viele schon erlebt. Sie gehen rein in den Markt, werden abgeholt und dann geht der Markt eben nicht oben raus. Wenn Sie wieder ausgedehnte Spreads haben und hier eben, wir sind bei dem Thema Core Spreads und deswegen muss ich Ihnen immer wieder dasselbe erzählen, aber man muss es natürlich auch inhalieren förmlich, damit man weiß, was der Unterschied ist. Der Punkt ist, hier werden Sie bei solchen Market-Up-Spreads natürlich regelmäßig an einem Punkt abgeholt, der, und auch da spielen die Broker mit Ihnen, wenn es intransparent wird, der Broker weiß ja, wo Ihr Buy-Stop liegt. Und da kommen wir hier bei uns zur 100% Transparenz, beziehungsweise Transparenz nach außen von uns, aber zur 100% Anonymität. Denn der Broker, der Liquiditätspool sieht nicht, wo Sie Ihren Buy-Stop liegen haben. Die Orders sind bei uns auf dem Server und wenn das Signal kommt, dass der Preis in die Richtung geht, dann kommt es zur Transaktion und die Order wird ausgeführt. Aber im Vorfeld sieht der Broker nicht, wo die Buy-Stop-Order liegt. Und bei Market Maker and Dealing Desk sehen die Broker das sehr wohl. Und da ist man natürlich durchaus versucht, im Sinne dessen, dass man den Spread eh schon aufgebläht hat, mal ganz leicht hier mal ein Stück nach oben zu dippen und die ganzen Buy-Orders, die hier sind, abzuholen und der Markt, der dann häufig ja dann doch nicht ausbricht, wieder nach unten dreht. Was macht der Broker? Verdient wieder ungerechtfertigt Geld an Ihrem Verlust bzw. Ihrem ungünstigen Einstieg und das auch noch, weil er den Preis mit Absicht dahin gezogen hat, weil er gesehen hat, wo Ihre Order da liegt. Mit Verlaub, das ist ganz großer Beschiss und deswegen achten Sie darauf, dass sowas nicht stattfindet. Und wenn ein Broker eben hier tatsächlich Inhouse-Trading macht, dann ist er versucht, auch sowas durchzuführen in meinen Augen. Das muss man ganz klar sagen. Hier hingegen Core-Spreads sich in der Mitte der Range bewegen. Ja? Und natürlich kann auch hier eine Buy-Stop-Order ausgeführt werden und der Trade geht ins Verlust. Das steht ja außer Frage, dass das passieren kann. Der Punkt ist aber die Ausführung. Ist die nun real oder irreal? Und so ein Market-Up-Spread ist im Prinzip irreal, wenn hier der Ask nach oben läuft und eben ausgeführt wird, obwohl der Ask niemals dort war. Okay, und dasselbe auf der Südseite. Sie sehen jetzt hier nach unten ausgedehnt Sell Stop. Das heißt, Sie wollen auf eine Aufwärtsbewegung nach unten spekulieren. Der Markt bricht nach unten aus, reißt ein neues Tagestief oder was auch immer. Der Support wird unterschritten und dann werden Sie mit Ihrer Verkaufsorder, mit Ihrem Bid abgeholt und dann geht der Markt wieder nach oben. Das kann natürlich technische Analyse bedingt oder Trading bedingt immer passieren, doch ungünstiger ist es ja noch, wenn der reale Preis gar nicht hier war, den Sell-Stop gar nicht ausgeführt hat, im Umkehrschluss der Preis dann aber eben hier wieder nach oben geht. Ah, und das ist eigentlich ein Punkt, meine lieben Zuschauer, wo ich nochmal drauf pochen möchte, dass Sie hier sich wirklich Gedanken drüber machen sollten, mit wem Sie handeln. Und Lars hat es heute Morgen gesagt, nicht umsonst ist JFD Brokers in den letzten Jahren, ich will eher sagen, organisch gewachsen, aus sich heraus, ohne jetzt große Marketingkampagnen zu fahren. Warum? Weil das Geld natürlich in die Technologie geflossen ist, ja? In Server nach London und New York, da wo das Geld bewegt wird. Und dort ist es nämlich so, dass wir langfristig das Geld investiert haben in eben technische Ausführung. Und wenn Sie eben keine Manipulation haben, keine Spread-Ausdehnung, keine Markt-Ups, keine intransparente Ausführung, sondern eben einem großen Liquiditätspool, wie vorhin gezeigt, teilhaben wollen und der Slide mit dem, wo dann praktisch alles abgedunkelt wird und nur noch der Broker und Sie da sind, denke ich, sagte viel darüber aus, was so eigentlich im Hintergrund häufig abläuft. Nein, es macht mehr Sinn, dass Sie an einem großen Liquiditätspool gehen und alle Orders mit direktem Ausführungsprozess, STP steht eben dafür, dass der Markt den besten Preis sucht für Sie. Und dann gibt es einen Fill-or-Fill-Ausführung, also Requotes, auch bei uns eher die Ausnahme, bei 20 Liquidität, also findet nicht statt. Bei 20 Liquiditätsbanken ist immer einer dabei, der Ihnen einen Preis bietet. Das war übrigens auch ein interessantes Bewegungsmomentum am
Schweizer Frankentag am 15.01. letztes Jahr. Da sind viele Broker in die Schieflage gekommen. Und warum? Nicht unbedingt, weil sie alle in-house gehandelt haben, was natürlich auch ein großer Fakt war. Aber die meisten konnten die Kunden nicht rechtzeitig aus dem Markt bringen. Ja, warum? Weil teilweise nur ein Liquiditätsprovider oder drei oder vier hinten standen und dann kamen die Orders plötzlich durch und die konnten gar nicht ausführen. Hingegen natürlich, wenn der Pool groß genug ist, ja, und da im Prinzip die Orders auch ein entsprechendes Beet finden, um dann praktisch da auch abgeerntet zu werden, dann findet das auch statt. Und das ist natürlich eine Geschichte, warum JFD Brokers auch bei dem Schweizer Franken-Crash gut rausgekommen ist. Und auch ein Grund, warum wir auch noch nie eine Klage am Hals hatten, weil wir im Prinzip sowas gar nicht durchführen. So eine Intransparenz, kleiner Liquiditätspool bzw. In-Markt, In-House-Handel, das ist natürlich das, was nicht stattfindet. Deswegen, seien Sie mit uns eine Nasenlänge voraus. Ich kann das nur noch mal sagen. Ich selbst, wie gesagt, bin aktiver Händler. Ich bin froh, Teil vom Team zu sein, mit dabei zu sein, zu erleben, wie wir wachsen. Und ich glaube, wir werden die Branche noch mehr als revolutionieren, weil Transparenz, das ist das, was zählt. Und deswegen oben aufgesessen, die Nasenlänge voraus, lassen Sie sich besser ausführen, handeln Sie mit besserer Transparenz. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, testen Sie uns. Wir haben oben in dem Reiter unsere Website ganz klar, aber auch das Prepaid-Commission-Programm. Das heißt, wir bieten Ihnen noch an, von unserem Gewinn, von dem wir ja nur leben, die Handelskommission, sogar noch ein Stück weit was abzugeben und zu sagen, kommen Sie zu uns, 30% Rabatt sind möglich. Das heißt, wir schenken Ihnen unseren Gewinn und Sie handeln 30% rabattierter, aber nicht, weil wir das irgendwo absaugen, das Geld, sondern weil wir es von unserem Verdienst sozusagen an Sie weitergeben wollen. Handelsrabatt oben mal anklicken, ganz wichtig. Und dann werden Sie mal feststellen, was faire Ausführung ist. Und das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Testen Sie uns, testen Sie unser Post-Trade-Report, fordern Sie es einfach an. Und insofern wäre ich eigentlich schon fast dem Ende nah. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in dieser Stunde, knapp einer Stunde, ordentlich was an Informationen mitgeben.